Hallo Leute und willkommen zurück zu Factorio. In der letzten Folge haben wir angefangen, die erforderlichen Fabriken zu bauen, die wir haben müssen, um die Ressourcen herzustellen, dass wir die Wissenschaftspakete, die gelben, herstellen können, die wir brauchen, um Raketentreibstoff, also die Rakete, zu erforschen. Und daran arbeiten wir jetzt mal. Warte mal, kriegen wir das nicht einfach hier raufgeladen? Ich mach den mal weg. Wenn der jetzt hier auf die Schienen dauert, aber gut, das wird nichts bringen. Ich muss den hier irgendwie durchkriegen jetzt. Ist die Frage, wie stelle ich das jetzt an? Theoretisch könnte der hier reinlaufen und hier wieder raus. Dann hätten wir hier Platz. So. Dann baue ich das jetzt einfach mal so rum, damit es nicht allzu sehr im Weg steht. Kommen wir hier wieder. Ups, da habe ich den falschen weggenommen. Wo stehen wir denn überhaupt da? So, okay, Moment. Das Ding müssen wir wieder reinbauen. Das ist ja für irgendwas gut gewesen. So. Da kommen wir rein. Und hier kommen wir raus. So. Dann schwupp, schwupp. Rein, raus, rein. Na komm, lass mich mal. Kommt natürlich hier an. Bringt uns natürlich wieder mal nichts. Gut, machen wir das so. Und den dann daran. So, dann läuft es hier auf jeden Fall weiter. Gut, dann kommt der hier rein. Hier raus, wieder rein, wieder raus. So, dann könnte man den hier hochleiten. Ich guck mal gerade, da ist Kupferdraht, da ist der. Dann kommen hier die Elektromotoren an. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal an dem Förderband hier dran her. Theoretisch ist es ja genauso möglich. Müssen nur hier noch ein bisschen umbauen. So. Hier rein, hier raus, hier rein, hier raus, den weg. Ach, natürlich dann hier wieder kein Strom. Brauche ich da Strom? Ist die Frage. Eigentlich nicht mehr. Das Ding ist eigentlich tot da oben. So. Dann kommt der hier an. Wird das hier mal sicherheitshalber weg. So. Einen früher dann da rein. Und zack. Sind wir hier schon durch. Den nehmen wir weg. So. Tap, 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 tap. Und da sind wir auch schon hier oben angekommen. Und dann hätten wir auch schon die Elektromotoren. Dann fehlen uns noch Batterien und Stahlträger. So, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Batterien und Stahlträger hier hoch zu bekommen. So. Stahlträger müsste ja theoretisch funktionieren, indem wir den einfach hier draufsetzen. Aber wisst ihr was? Das machen wir auch einfach mal so. Nehmen wir den hier mal. So, so. Sehen alle so erschreckend leer aus, die ganzen Förderbänder. Hier ist ja auch gar nichts mehr dran. Das steht hier einfach so leer rum. Das können wir doch mal mitnehmen. So. Das mal raus, das mal rein. Das sah sogar sehr ausgeklügelt aus. Das wird wahrscheinlich noch Teil von der alten Erzanlage gewesen sein, hoffe ich. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas zurückbaue, was wir noch dringend brauchen. So, dann würde ich sagen, dann brauchen wir einen Kohleschmelzofen. Ein Kumpel spielt gerade Star Wars Jedi Knight. Ist das nicht ein uraltes Spiel? Na gut, wenn es noch Spaß macht. So.
Nein, ich hab's abgebrochen. Ich Vollpfosten. So, jetzt aber. Ich wollte doch nur schon mal anfangen, dass der jetzt gleich Bescheid weiß, dass hier das dann da drauf geht. Dann der riesige Elektroofen da ist und er könnte wahrscheinlich sogar besser doppelt bestückt werden. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Greifer. So. Wo ist der Elektroofen? Wo ist der Elektroofen? Okay, da ist der Elektroofen. Ja. Ach. Springt ja noch mit der mit einem dazwischen. So. Gut. Alles hier rein. Und dann kann das ja theoretisch hier einfach raus und dann damit drauf. Oder? So. Okay, wenn das jetzt funktioniert, dann haben wir das, 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 das. Dann fehlen nur noch die Batterien. Batterien haben wir hier unten jede Menge. Ist jetzt nur die Frage, machen wir das jetzt hier ab Werk oder kümmern wir uns auf irgendeine andere Art und Weise darum? Muss man nochmal schauen, wo war jetzt die Batteriefabrik? Die müsste ganz hier hinten irgendwo zwischen den Teilen sein. Oder? Da. Okay, hier sind die Batterien. 200 Stück. Gut, dann müsste man das jetzt hier wieder in Betrieb nehmen. So. Gut, der ist jetzt wieder in Betrieb. Das heißt, ist er jetzt in Betrieb? Produzieren die jetzt Batterien? Produziert Batterien. Der produziert Schwefel. Okay. Das hängt jetzt hier zusammen. So, Schwefel produziert der. Wahrscheinlich nicht, weil hier unten gerade die Dinger festhängen. Da müsste man den hier wegmachen und den austauschen. So, da setzen wir dann mal einen den. Ach, warte, andersrum. So. Und der darf sich nur den Schwefel angeln. So, dass dann die Fabrik hier ständig mit Schwefel versorgt wird. Eisenplatten sind hier. Das heißt, die Batterieproduktion läuft. Da würde ich mir jetzt aber nicht extra die Arbeit machen und das dann von hier hinten noch rübersetzen, oder? Oder wollen wir es noch tatsächlich machen? Hier einmal durch, komplett durch und durch dieses ganze Gemusel. Ich glaube, da kommt man gar nicht mehr so einfach durch. Werden wir das mal erstmal hier vorne hinsetzen. Ich weiß ja auch gar nicht, wie viele Batterien braucht der denn? Eine wahrscheinlich nur. Das heißt, er kommt ja eine ganze Weile mit dem hin, was wir dem jetzt da vorsetzen wollen. So. Und da packen wir die Batterien rein. Jetzt hat er alles für die Roboterteile. Dann hat er dies, das, jenes zusammen. Dann brauchen wir nur noch eine weitere Fabrik. So. Und dann kann theoretisch die Produktion von den Tränken gleich starten. Ich habe einen Schatten im Gesicht. Wo kommt denn der Schatten her? Ne, warte, das ist diese Seite, ne? Tatsächlich. Ach, das ist ein Schatten von einem Kabel. Das ist das Kabel von der Kamera, das kann ich nicht rausziehen. So. Gut, dann wollen wir das Ding da mal einbauen. Jetzt bin ich natürlich sehr ehrgeizig. Jetzt will ich es natürlich durchziehen. Jetzt will ich die Tränke bauen, will das Raketensilo hochziehen, aber irgendwie geht es gerade hier nicht weiter. Was fehlt denn? Was fehlt denn? Die blauen Tränke fehlen. Aber hier sind doch noch blaue Tränke im Repertoire. Aber die kommen gerade nicht durch, weil hier unten die grünen alle sind. So, jetzt geht die Forschung erstmal weiter. Jetzt müssen wir aber mal schauen, das funktioniert ja noch nicht so ganz. Das müssten ja noch wesentlich mehr blaue Tränke sein eigentlich. Ja, die produzieren hier nicht. Und bei denen die grünen Platten fehlen. So, lassen wir die jetzt mal erstmal hier ankommen. Und den tun wir mal ganz mal absetzen. So. Okay. Dann geht's hier schon mal weiter. Der hat gar keine Kralle, die sich doch. Nee, da kommt gar nichts an. Also wenn, dann produziert der hier hinten.
Und der hier sagt, ich habe immer noch nicht genug Halbleiterplatten. Hier staunen die sich sogar schon. Brauchen wir die hier oben überhaupt? Brauchen wir hier doch gar nicht. Oder was haben die hier auf diesem Förderband zu suchen? Das wäre mal interessant, das herauszufinden, wie das jetzt hier zustande gekommen ist. Jetzt werden wir mal alles erstmal einmal runternehmen. Das ist auch wieder ein sehr kurioser Fall. Also da frage ich mich wieder, wie ist denn das zustande gekommen? Wie ist das zustande gekommen, dass hier die Halbleiterplatten drauf gelaufen sind? Das macht doch in meinen Augen gar keinen Sinn. So. Du sollst nur die Hälfte nehmen. Das geht gar nicht, dass man sagt, nur die Hälfte nehmen. Okay, dann nimmt er halt alle. Dann produzieren jetzt auf jeden Fall beide. So, hier wird gerade nicht produziert. Warum nicht? Weil hier die Dinger fehlen. Ach so, okay, ich sehe schon, weil ich hier wieder Stahlplatten drauf geschummelt haben. So, das ist doch schon fast Sabotage. So, dann laufen die laufenden wieder. Der läuft sowieso. Dann hätten wir jetzt blau, grün und grau. Jetzt gucken wir noch mal die magentafarbenen Tränke an. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Ding? Was ist denn das für ein Ding? Das ist ein neuer Gegner. Oh Gott. Jetzt muss ich da natürlich schnell hin. Aber wie mache ich das jetzt am besten? So schnell komme ich da ja gar nicht an. Natürlich an der Stelle. Kommt da. Was ist das für ein komisches Teil, Alter? Das ist ja krass. Ich habe eh keine Munition dabei. Lauf! Ich sehe nichts mehr. Ist das schon. Hat es schon die Radaranlage gefressen? Oh Gott, das sind ganz schön viele, wie es aussieht. Hat der Gegner sich zusammengeschlossen, um uns endgültig den Garaus auszumachen? Vorsichtig, vorsichtig. Das war schon ein grober, fahrlässiger Fehler. So. Gut, dann sind wir jetzt gleich mal da. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die noch aufhalten können. Die haben ja wahrscheinlich schon einiges kaputt gemacht, die kleinen Viecher. So, jetzt müsste da hier gleich irgendwo der Gegner sein. War das gar nicht hier? Da ist das. Oh nein, da hat der Gegner sich ja... Ach du Scheiße, das ist ja eine ganz andere Stelle. Oh nein, das ist genau unsere Produktion, wisst ihr das? Der Gegner scheint verhindern zu wollen, dass wir das Raketenzeitalter erreichen. Das ist natürlich ein schwieriges Thema gerade. Ob wir da noch rechtzeitig ankommen? Ausgerechnet dort, unsere Achillesferse. Aber irgendwo dort sind ja auch noch Munition, ach, Geschütztürme. Also müsste doch theoretisch da auch noch irgendwas gehen. Aber wir beeilen uns trotzdem. Ah, warte, wir müssen hier hoch. So wie ich unser Glück kenne, geht uns gleich auch noch der Treibstoff aus. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Teil ist, Alter. Das sieht ja mal richtig krass aus. So. Ups. Sieht aus wie so eine Meierlörk-Königin oder sowas. So. Schwupp. Durch. Okay, da unten wird fleißig gefressen. Da müssen wir hin. Da müssen wir sofort hin. So. Na los, na los, na los.
Es war nur ein einziges Viech. Was auch immer das war. Ich hätte gucken sollen, oder? Okay, es war ein einziges Viech, aber es muss gut... Wir werden angeblich immer noch... Achso, der Radargeber hat es anscheinend noch nicht gecheckt. Gut, müssen wir hier ein bisschen reparieren. Halb so wild, liebe Leute, halb so wild. Das sieht ja noch einigermaßen aus. Also da können wir ja noch mit leben. Brauchen wir nur eine neue Raffinerie. So, und dann noch ein paar neue Förderbänder hier. Hier und dort. So, die Raffinerie. So, dann hatten wir da eine kleine davor. Ich weiß gar nicht, war das eine Chemiefabrik? Das war eine Chemiefabrik, okay. Das heißt, das können wir eigentlich abbrechen. Dann machen wir nur die Chemiefabrik. Und zwei Dinger. Jetzt sieht es aus wie ein ganz normales Viech. So was, kein spezielles großes Brutmutterteil oder so. Sondern so eine Dinge haben wir doch schon häufiger gesehen. So. Okay, hier hatte kein Strom. Aber dann werden wir hier auch die Verteidigung ein bisschen ausbauen müssen. Das nützt dann ja nichts. Auch wenn wir jetzt gerade gar nicht wirklich viel Munition zur Verfügung haben. So. Die Chemiefabrik. So, was braucht ihr die noch? Kohle nur. Gut, die können wir, das können wir dann ja wegnehmen. Das brauchen wir dann ja nicht mehr. So, das Einzige, was hier noch laufen muss, ist das hier. So. Muss man einmal ganz kurz Pause machen. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ein Flockes Katzenbrunnen war ausgefallen. Und dann stand sie da und war die ganze Zeit mit der Pfote am Kratzen. Um dann noch ranzukommen. Dann kann ich das hier ein bisschen rüberschieben. So, dann haben wir auch keinen Schatten mehr drauf. Das war auf jeden Fall super süß. So. Gut, hier noch einmal rum. Hier noch einmal, da noch einmal. Wuppdiwuppdi. Gut, dann läuft das hier wieder. Jetzt ist natürlich nur die Sache, wir müssen die Munition hier noch hinbekommen. Das wäre das Schönste und das machen wir jetzt auch mal direkt. Oh, hier haben wir auch einen weggenommen. Das wäre auch besonders schlau. Das ist aber gut, dass es uns jetzt auffällt. Denn später wäre das doof gewesen. So, jetzt läuft uns das natürlich voll mit Kohle. Das können wir auch verhindern, indem wir einfach hier einen zwischensetzen und denen sagen wir, du nimmst dir nur die Munition. Und wir programmieren den sicherheitshalber schon mal auf beide Arten von Munition. Gut. Okay, dann den hier raus. Der nimmt sich dann auch hier was raus und wir geben noch ein paar Förderbänder in Auftrag. Boah, ich habe gerade echt gedacht, das wäre so eine riesige Brutmutter oder sowas. So, eine Meierlörk-Königin. So, hier einmal durch. Mal gucken, so. Geht das so? Ne, das geht so nicht. Das wäre ja auch sehr seltsam, wenn es so gehen würde. Aber das würde gehen, wenn wir da noch zwei von bauen. Und dann so. Dann würde es theoretisch gehen. So, dann ist er hier nur noch um die Ecke. Muss ab und zu auch mal um die Ecke denken können. So. Gut, dann läuft er hier ran und dort wieder raus. Ist uns damit geholfen? Wir wollen die Munition rüberholen. Also ist uns damit nicht geholfen. Müssen wir hier auch noch eine Unterführung bauen. So. Okay. Dann geht's hier weiter. Hier.
Hier, hier. Hier, hier. Dann nach unten. So, das müsste erstmal ausreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann einmal Strom. Noch mal einen denn. So. Gut. Dann müssen wir mit dem nur noch sagen, nimm die Dinger rüber. Dann die können wir auch vorsichtshalber schon mal auf beide Arten programmieren. Auch wenn er jetzt aktuell nur die eine Sorte findet. So, dann ist das hier schon mal abgesichert. Weil das wäre ja ein guter Frontdurchbruch gewesen hier. Unsere Produktion für die gelben Tränke gerade neu entstanden und schon zerstört. So, okay, gut. Das läuft jetzt auch wieder. Aber nur einen Augenblick, denn das muss auch... So, jetzt fließt das Öl. Gut. Hier wird fleißig beladen. Vielleicht noch zwei, drei in Auftrag, die man dann vielleicht irgendwo mal zwischendurch setzen muss. So, dann hätten wir das jetzt hier unten erledigt. Dann bin ich doch tatsächlich vor lauter Panik komplett falsch abgebogen. So, gut, dann fahren wir jetzt erstmal wieder zurück. Halt, stopp. So. Wuppdiwuppdi. So, sehr schön. Und ich sehe auch gerade, wir sind wieder bei 22 Minuten, liebe Leute. Das heißt, ihr müsst euch leider noch eine weitere Folge gedulden, bis die Bauphase für die gelben Tränke abgeschlossen ist. Und hier scheint es auch relativ langsam weiterzugehen. Gucken wir einfach in der nächsten Folge mal nach, was dort los ist. Und ja, bis dahin habt eine schöne Zeit und ciao, ciao.